Beim letzten Mal ist mir das Licht ausgegangen. Kurz vor der Eisernen Hand. Jetzt sind wir gleich da. Haben jetzt die Unterführung der Bundesstraße. Die zeige ich euch mal in Ruhe. Und dann geht es weiter zur eigentlichen Haltestelle auf der Eisernen Hand. Schöner kleiner alter Bahnhof. Kommen wir gleich hin. Bis gleich. So, jetzt kommen wir langsam aus dem Nebel raus. Da oben ist schon schön blau. Und hier sieht man schön, hier sind abwechselnd Metallschwellen, aber auch Betonschwellen. Ich weiß jetzt gar nicht, was die älteren sind. Auf vielen stehen die Jahreszahlen drauf. Ich meine, die Betonteile kamen später. Aber wir finden bestimmt noch welche mit Jahreszahlen. Noch mal ein Stück weiter. Dann kommen wir jetzt an die Haltestelle Eiserne Hand. Vorne haben wir jetzt die Eiserne Hand, ehemaliges Bahnhofsgebäude. Ja, das ist schon seit vielen Jahren von der Gastronomie belegt. War auch wechselnd, das ist der hier bestimmt schon seit 10, 12 Jahren drin. Ich mache keine Werbung, aber es gibt sehr leckere Schnitzel. Und ja, ist zwischenzeitlich auch mal ein Teil abgebrannt. Aber immer noch sehr gut erhalten. Wir laufen gleich vorbei. Wegen Gästen will ich ja wahrscheinlich nicht so viel erzählen. Sehen wir gleich. Und damit verlassen wir schon wieder die Eiserne Hand. Man sieht hier auch gut den Zustand. Mindestens Gras gemäht werden. Aber das reicht nicht, denn da vorne sieht man schon wieder den nächsten Baum, der umliegt. Und jetzt geht es ein bisschen bergab in Richtung Taunusstein. Vorne sieht man jetzt schon die Bundesstraße neben sich, Taunusstein in der Ferne liegen. Aber so weit ist es nicht mehr. Zoom mal ran. Da hinten. Sind wir bald da.
Und da beginnt die eigentliche Ahrtalstrecke, weil im Moment haben wir ja nur den Taunuskamm überwunden. Und dort unten in Taunusstein fließt die Ahr durch Richtung Dietz. Und deren Verlauf folgen wir jetzt weiter. Hier kreuzt einmal der E3. Fernwanderweg. Moment, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, es ist Böhmerwald Atlantik. Ja, kommt hin. Ganz schönes Stück. Aber hier kreuzt er zufällig die Bahnstrecke und geht in die Richtung weiter Richtung Westen. Und wir gehen hier weiter. Da habe ich zufällig auch mal eine Schiene gefunden, wo die Jahreszahl draufsteht. Die wurde 1928 erneuert. Also etwas jünger als die Bahnstrecke selber. Langsam kenne ich hier auch wieder jeden Strauch und jedes Stück Schiene, weil genau hier war ich in der Kindheit im Wald unterwegs. Das hier war mein Spielplatz. Und hier vorne, auch direkt an den Bahnschienen, hinter diesem Zaun war ich 3 Jahre lang eingesperrt. Der örtliche Kindergarten. Haben wir zwar keine Züge gehört, die fuhren da schon nicht mehr. Zumindest nicht zu den Zeiten, wo ich im Kindergarten war. Aber ein Stück Erinnerung. Und da vorne, vielleicht noch 300, 400 Meter, kommt noch eine ganz nette Brücke. Und dann sind wir aber auch richtig wieder im Ort drin, in Taunusstein. Hier ist schon fast gar nichts mehr zu sehen von den Schienen. Gerade noch schemenhaft zu erahnen. So zugewuchert ist das hier. Ich glaube, da vorne wird es noch schlimmer. Also das hier scheint schon mal weggeschnitten, zurückgeschnitten worden zu sein. Ob in Vorbereitung für neue Fahrten, weiß ich jetzt nicht. Aber allgemein ja, hat es wenig gebracht. Wuchert wieder zu. Aber immerhin die gröbsten Stämme scheint man beseitigt zu haben. Und da vorne ist schon die Brücke. Hinter der Brücke habe ich gewohnt als Kind in den 80ern. Und wenn die Dampflok kam, war die ganze Brücke richtig schön eingenebelt. Ja, das haben wir natürlich auch von daheim aus dann direkt gesehen. Konnten hinrennen und schön die Eisenbahn anschauen. Nur noch ein paar hundert Meter, dann sind wir am Hahner Bahnhof. Sehr belebter Abschnitt und auch ja, verdreckt, unschön, wie das so ist in Örtern und Städten. Aber wir sind am Bahnhof. Und den zeige ich euch mal en Detail.
Das ist ja auch einer der wenigen Stellen, wo sich zwei Züge begegnen konnten, weil sie mehrspurig wird. Das haben wir in Bad Schwalbach später nochmal. Und hier sind ein paar verwaiste Waggons, die in keine Richtung mehr können. Aus Wiesbaden, den Schüttewagen. Da haben wir wieder Holzbretter. Ein Bahnsteig. Das Bahnhofshaus selber, das ist schon abgerissen worden vor ein paar Jahren. Ist noch gar nicht so lange her. Das stand hier. Jetzt weiter zum nächsten Ortsteil, Bleidenstadt. Zwischendrin gibt es nicht viel zu zeigen, das werde ich wahrscheinlich überspringen. Laufen wir einfach weiter, bis es wieder interessant wird. Hier auf der alten Brücke hast du noch ein paar Ersatzschienen bei Bedarf. Da sind wir auch schon fast in Bleidenstadt, da vorne. Kilometer war eher langweilig. Viel Bebauung, auch Neubauten, die stellenweise bis 2 Meter an den Bahndamm ranreichen. Auch ein Grund, warum wahrscheinlich hier in nächster Zukunft kein Zug mehr fahren wird. Aber jetzt kommen wir schon bald an die Stadtgrenze von Bleidenstadt. Und vorher aber noch an den alten Bahnhof. Über uns ist jetzt die wunderschöne Natursteinkirche St. Peter am Berg. Da oben ist sie, auf dem Berg. Schauen wir, ob es heller wird. Ja. So. Zeige ich euch gleich nochmal von oben. Und gleich sehen wir das älteste Haus in der ganzen Region. Den Schafshof, der schon 1200 Jahre alt ist. Zumindest Teile davon. Eine Brücke noch und dann kommen wir hin.
So, natürlich ist nicht mehr viel Original, sieht man auch, aber die Grundmauern 1200 Jahre alt. Mit dieser letzten Brücke in Bleidenstadt verlassen wir Taunusstein, direkt am Schafhof. Und als nächstes geht's ins eigentliche Ahrtal. Dauert auch nicht mehr lange, bis wir dann das Flüsschen zum ersten Mal queren. Aber das Licht wird wieder knapp. Sonne ist im Begriff unterzugehen. Und deshalb würde ich sagen, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Dann Richtung Bad Schwalbach. Einer wunderschönen Kurstadt. Früher mal, heute nicht mehr so schön. Aber auf jeden Fall Teil dieser Bahnstrecke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.